Und seitdem haben wir sehr viele Anmeldungen und sehr viele Kinder und Eltern, die danach fragen. Und einen wunderschönen Effekt, nämlich dass manche Schwierigkeiten zwischen Nationalitäten aufgrund der Musik bereinigt werden können. Das, was, wie ich gehört habe, am Sonntag manchmal in der Moschee ausgetragen wird, kann Herr Mehrer dann im Ensemble in der Musikschule in der Woche glätten. Ich finde das sehr, sehr schön und das kann nur Musik. Und deshalb ist das jetzt dieses Projekt so wichtig. Und es kommt der Effekt, dass zunehmend die türkischen Kinder oder die arabischen Kinder die deutschen Freunde mitbringen. Und plötzlich wiederum neue Anmeldungen hier sind und sie möchten alle gerne mitmachen. Also, wir sind auf einem sehr erfolgreichen Weg. Ich danke all den Kolleginnen und Kollegen, die das auch unterstützen und die vielen Helfer, ohne die so etwas nie möglich wäre. Und ich hoffe, Sie haben diese Vision auch und tragen das weiterhin mit. Und jetzt möchte ich, weil Sie ja was Ideelles mit haben, habe ich für Sie jetzt was Kleines Materielles, Herr Özdemir. Wir haben nicht Kosten noch Mühe gescheut, wir haben ganz viel Grünes für Sie. Wenn Sie bitte zu mir hochkommen. Die Musikschule ausmacht, was Herr Hirschler ansprach. Wir haben ein Jugendsinfonieorchester, was sehr erfolgreich ist. Wir haben eine Big Band und das sind zwei sehr gute Aufnahmen. Wenn Sie mal Zeit haben, können Sie, also das ist zum Beispiel Mahler. Ja, wir haben das für die Zugfahrt. Hier haben Sie einen Stich von Tübingen, einen historischen. Aber nicht entsigniert vom Oberbürgermeister. Und ganz viel Grünes. Grünen Tee, grüne Schokolade, grüne Drops. Keine Sorge, keine zweite Rede. Herzlichen Dank dafür, das ist wirklich toll. Also sehr beeindruckend, der Abend ist gerettet mit dem grünen Tee. Auch sonst, aber das wäre nicht nötig gewesen. Ich wäre auch so gekommen und komme auch gerne wieder. Und ich hoffe, dass das, was Sie so schön formuliert haben, in zwei Jahren, wenn ich es richtig gerechnet habe, dass das in Erfüllung geht. Und wie gesagt, wenn man selber, ich bin gelernter Erzieher und Sozialpädagoge und habe nicht nur im Kindergarten gearbeitet, die so in schönen Lagen sind, sondern auch im Innenstadtkindergarten, wo die Zusammensetzung der Kinder etwas anders aussieht, wie vielleicht sonst, was sich das vorspielt. Und vorstellt, wenn man sich dann überlegt, was passiert aus diesen Kindern. Und da habe ich nur eines gesehen, diese Kinder sind genauso begabt wie alle anderen Kinder. Sie sind genauso interessiert an Musik wie alle anderen Kinder. Sie haben nur einen Unterschied. Zu Hause sind es halt keine Eltern, die Instrumente haben. Zu Hause sind es Eltern, die vielleicht arbeiten müssen, wo man eben nicht in Berührung kommt mit sowas. Und die haben genauso das Recht darauf, mit Instrumenten in Berührung zu kommen, mit Kunst in Berührung zu kommen, mit Kultur in Berührung zu kommen, ihr Potenzial so auszuschöpfen wie Mittelschicht. Und das müssen wir schaffen. Das muss unser Ziel sein, dass alle Kinder bei uns im Land, unabhängig davon, wo ihre Eltern herkommen, welche Sprache sie sprechen, wie viel sie verdienen, welchen Beruf sie haben, dass alle ihr Potenzial so gut wie möglich ausschöpfen. Ich bin mir sicher, wenn wir das schaffen, nur annäherungsweise in die Richtung, wird dieses Land dann noch besser sein.